Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute mit Kapitel 2 fortfahren, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha: Und du, Bethlehem im jüdischen Land, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ja, das ist die Geschichte der, ich nenne das mal so, heiligen drei Könige, die so selbstverständlich zu unserer Weihnachtsgeschichte dazugehört. Eigentlich passt sie gar nicht in die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte findet in einem kleinen Ort im heutigen Israel statt, Bethlehem, wo Gott in diese Welt hineinkommt, klein wird, armselig wird, verwechselbar wird. Aber das, was wir hier haben, auch wenn die Bezeichnung der heiligen drei Könige wahrscheinlich falsch ist, das waren hochgebildete, anerkannte Männer mit Weltbildung, denn sonst hätten sie so eine Reise gar nicht machen können. Gott lädt sich Leute ein zum Geburtstag seines Kindes. Leute, die aus einer Ecke kommen, die gar nicht im Blick derer ist, die dieses Evangelium lesen. Leute, die gar nicht dazugehören. Leute, die den richtigen Glauben noch nicht einmal haben. Denn wenn man das richtig weiß und deutet, im Osten, das waren vielleicht Perser. Das heißt, aus dem persischen Weltreich kommende Leute, Gelehrte sicherlich, Astrologie, Astronomie, das waren so zwei der Wissenschaften, mit denen sie sich auskannten. Und das Spannende ist, dass ihre ganze Glaubens- und Denkwelt auch in diesen Astralreligionen vermutlich beheimatet waren. Und jetzt leistet sich Gott den Luxus, in diese Denk- und Sprachwelt dieser drei Gelehrten hineinzugehen und ihre Sprache zu sprechen und ihre Denkweise erstmal zu nehmen, um sie einzuladen zum Geburtstag seines Sohnes. Was sie verstanden haben, was deutlich geworden ist an der ganzen Geschichte, als sie diesen Stern sahen und sie konnten zumindest das erkennen, dieser Stern und diese Konstellation, die sie dort gesehen hatten, war so etwas radikal Außergewöhnliches, dass sie wussten, es ist hier etwas passiert, was Weltgeschichte hat. Und deshalb machen sie sich auf den Weg, deshalb kommen sie und deshalb finden sie dann auch dieses Kind. Und sie tun das, was das einzig Angemessene ist. Sie fallen vor dem Kind auf die Knie
und beten es an und ehren es mit den Schätzen, die sie mitgebracht haben. Mich fasziniert, dass einmal, dass Gott in der Lage ist, sich den Luxus zu leisten, eine Sprache zu sprechen, die diese Menschen verstehen. Nicht die Menschen müssen erst seine Sprache lernen, sondern er kommt in ihre Welt, auch in ihre Denkwelt, Sprachwelt, Vorstellungswelt erst einmal hinein. Gott ist es so viel wichtiger, dass wir ihn verstehen, als dass alles nach korrekten dogmatischen Verhältnissen abläuft. Deshalb leistet er es sich, Menschen, die an Astralgötter glauben, in ihrer Sprache erstmal bekannt zu machen, mit ihm, dem lebendigen Gott. Das hat zutiefst etwas mit Inkarnation zu tun, dass Gott wirklich Mensch wird, unsere unvollkommene Art annimmt, damit wir ihn als Heiland wirklich kennenlernen. Das Zweite, was hier ganz deutlich wird, und ich glaube, das ist gerade im Kontext des Matthäus-Evangeliums ganz wichtig, dass hier ganz am Anfang deutlich wird, die Geschichte von Jesus ist keine jüdische Geschichte allein, sondern es ist Weltgeschichte. Die Geschichte von Jesus endet nicht am Ende, am Rande des jüdischen Volkes, sondern sie geht in diese Welt hinein. Matthäus macht das ganz deutlich. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er gerade als der, der für Juden schreibt, das so deutlich hier erzählt mit dieser Geschichte der heiligen drei Könige, um deutlich zu machen, Gottes Geschichte mit seinem Sohn ist wirklich eine Weltgeschichte. Im Jesaja-Propheten können wir davon schon ein bisschen was sehen, wenn es davon geredet wird, dass der Knecht Gottes zum Heil der Heiden wird und bis an die Inseln, bis an die Enden der Inseln gehen wird, die Botschaft von ihm. Jesus ist mehr als wir sehen, mehr als wir sind. Er geht über die Grenzen dessen hinaus, was wir uns denken und vorstellen können. Und eine der großen Gefahren der Kirche ist immer wieder, dass sie an ihren Grenzen Halt macht. Die Botschaft von Jesus macht an keiner Grenze Halt. Sie geht hinaus, damit Menschen den Vater im Himmel kennenlernen. Die Juden hätten an der Grenze ihres Volkes Schluss gemacht. Und Matthäus macht hier ganz deutlich, gerade am Anfang der Geschichte schon, die Botschaft von Jesus geht darüber hinaus. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 28,20, macht Jesus selber deutlich, dass die Geschichte bis an die Enden der Erden geht, wenn er den sogenannten Missionsbefehl ausspricht. Geht hin in alle Welt und verkündet allen Völkern das Evangelium. Mache zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Botschaft von Jesus muss raus. In die Völker und in die Nationen. Wir haben da als deutsches Volk viele Jahre kaum noch etwas von gewusst, doch gewusst haben wir es, aber wir haben es nicht mehr gelebt. Jetzt hat uns Gott die Völker dieser Welt wieder ins Land gebracht. Und ich glaube, dass er uns neu den Missionsbefehl vor die Füße legt. Vielleicht diesmal mit anderer Formulierung. Wenn ihr nicht bis ans Ende der Welt geht, dann kommen die Enden der Welt zu euch. Ihr Lieben, die Geschichte von Jesus endet nicht mit uns. Sie geht weiter. Und vielleicht ist es eine gute Idee, morgen dem Nachbarn, dem Kollegen einfach zu bezeugen, dass dieser Jesus wirklich die eine Hoffnung der Welt ist. Für diese drei Weisen ist diese Hoffnung der Welt Realität geworden. Sie konnten sehen, dass Gott in diese Welt hineinkommt und sogar zu ihnen kommt. Lasst uns beten. Jesus, danke. Danke, dass das wahr ist, alles, was du hier schreibst, dass dein Wort lebendige Wahrheit ist. Jesus, die heiligen drei Könige waren
die Letzten, die nach dir gefragt hätten, wenn du sie nicht eingeladen hättest. Wir danken dir. Wir danken dir, dass wir sehen können an ihnen, dass du niemanden aufgibst, dass du bis an die Enden der Welt gehst, mit Menschen von dir hören. Herr, lass uns das nicht vergessen, wie weit dein Herz geht, dass unser Herz nicht eng wird. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.